Hallo liebe Schachfreunde, zum dritten Advent gibt es wieder eine besonders hübsch hergerichtete Aufgabe. Es ist diesmal aber eine schwere Aufgabe. Es ist ein Matt in drei Zügen von Samuel Lloyd. Ja, die Figuren sind in Form eines Herzens aufgebaut und die Könige sind ersetzt worden. Ich glaube, diesmal kann man den schwarzen König besonders gut erkennen. Die Lösung ist folgende. Der Turm zieht nach E3, droht die Dame zu schlagen. Das Beste, was Schwarz noch machen kann, ist ein Läuferschach zu geben und Weiß muss diesen Läufer schlagen. So, nun hat Schwarz drei Möglichkeiten hier zu reagieren und Turm schlägt E2 mit Matt zu verhindern. Macht er Dame schlägt E3, dann folgt Dame schlägt E3 Schachmatt. Macht er hingegen König schlägt F2, dann folgt Dame auf G3 Matt. Und macht er schließlich König schlägt D2, dann folgt schließlich und endlich Dame C3 auch mit Matt. Das war's. Es grüßt euch. Ab Quark.